Hier, das Video kommt einmal in die Playlist von Sekantensteigung zur Tangentensteigung. So ein bisschen mehr für den Schulbereich. Und außerdem packe ich das Ganze auch in mehrdimensionale Analysis. Es soll so ein Aufbau sein, damit man hinterher das totale Differential wirklich ganz easy versteht, die Gleichung und nachvollziehen kann. Also flott dahergezeichnet. Ihr habt eine Funktion f von x, vollkommen egal, wie die Gleichung lautet. Es geht um dieses eine große Problem, das wäre x, das wäre y, die Steigung in einem Punkt, und zwar an der Stelle x0, da gibt es ja auch wieder 1000 Versionen, an der Stelle a, an der Stelle was auch immer. Ich nehme jetzt x0, und wenn ich das Paket einsetze in die Funktion, dann kommt der y-Wert raus, und der würde lauten f von x0. Das wäre der Punkt x0, f von x0. Die Steigung in einem Punkt tut man mal wieder so, als würde man es noch nicht verstehen, wissen, wie man diese berechnet. Dann fängt man ja an mit dem zweiten Punkt, der etwas weiter rechts liegt. Es gibt einmal die Methode mit, er liegt um plus h weiter rechts, um plus Delta x. Ich nehme jetzt irgendeinen Punkt, der weiter rechts liegt. Das wäre an der Stelle x, und wenn ich x einsetze, kommt f von x als y-Wert raus. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und da sollte man eigentlich viel mehr drüber sprechen, gerade auch im Schulbereich, um diese Faszination der Steigungsdreiecke. Wenn ich dieses Steigungsdreieck nämlich nehme, das wird hinterher kleiner, 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 kleiner. Und das ist diese Geschichte, dass dieser Punkt immer näher hier ranwandert. Denn die Steigung von dem Paket hier, das wäre ja die Sekante. Eine Sekante schneidet ja eine Funktion in zwei Punkten, und die wird hinterher zur Tangente. Mit der Sekante angefangen, der Steigung, dann hätten wir m gleich Steigung durch zwei Punkte. Das war die Geschichte y2 minus y1 durch x2 minus x1. Das wäre hier an dieser Stelle y2 minus y1, also f von x minus f von x0 durch x2 minus x1 wäre x minus x0. Und noch andere Schreibweisen für diese Pakete wären oben Delta y, das ist der Unterschied der y-Werte, Delta y. Und hier unten haben wir den Unterschied der x-Werte, also Delta x. Das ist dieses Paket hier, Delta x. Das wäre die Steigung der Sekante. Und wenn ich eben jetzt diesen Punkt immer näher an den anderen ranwandern lasse, dann wird dieses Dreieck immer kleiner. Und jetzt muss man vorsichtig sein in der Mathematik. Da kann man eigentlich auch nochmal tiefer reingehen. Unendlich klein, da muss man vorsichtig sein. Aber das ist wieder ein Bereich der Unendlichkeit. Ich gehe nicht in die Unendlichkeit immer, 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 immer größer, sondern immer, immer, immer kleiner. Und das ist diese Geschichte Limes x zu x0. Weil dann dieser Wert immer näher an x0 ranwandert, bis er praktisch fast x0 ist. Und dann hat man ja geschrieben, da sind wir dann bei f' von x0, bei der Ableitung an der Stelle x0, bei der Steigung in einem Punkt an einer Stelle. Und wenn man sich jetzt mal, und da muss man auch wieder vorsichtig sein, wenn man jetzt sagt, ich schaue mir das Ganze für ich schreibe es trotzdem mal hin, unendlich kleine Dreiecke, und damit sind diese ganz, ganz, ganz kleinen gemeint, dass man in dieser Umgebung dann sagen kann, na dann stimmt das hier, dieses Paket, dieses Delta Y durch Delta X, gleich f' an der Stelle x0, dann kann ich die Pakete doch umschreiben und kann zum Beispiel schreiben, wenn ich das jetzt rüber multipliziere, dann ist f von x minus f von x0 gleich f' von x0 mal x minus x0, oder hier Delta y gleich f' an der Stelle x0 mal Delta x. Wenn man das sieht, Unterschied der y-Werte, Unterschied der x-Werte, hier wirklich betrachtet für unendlich kleine Dreiecke. Das ist ein bisschen fies, die Spielerei. Jetzt kann ich mir zum Beispiel, ich habe ja auch Tangentengleichung oben hingeschrieben, dieses hier, das Paket rüber
wursteln, dann habe ich f von x gleich das plus rüber auf die andere Seite. Dann haben wir f' von x0 mal x minus x0 plus f von x0. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine Funktion, wie auch immer die heißen mag, x hoch 3 minus 4x, an der Stelle x0 soll 5 sein. Wie ist denn dort die Tangentengleichung? Dann müsst ihr 5 nur entsprechend einsetzen in f'. X bleibt allgemein, für x0 5 einsetzen, in die Funktion 5 einsetzen, das Ganze auswurschteln, dann habt ihr dort eure Tangentengleichung stehen. Und als Brücke schon mal für die, die dann hinterher mehrdimensionale Analysis machen, das ist die Grundlage, dieses Paket, um zum Beispiel auch auf die Gleichung der Tangentialebene zu kommen. Und dieses Paket ist entscheidend, um ja, das totale Differential mal eben flott aus der Hand hinzuschreiben und zu verstehen. Und dann sollte es alles kein Problem sein. Muss man sich vielleicht nochmal angucken, weil man oftmals in der Schule nicht so direkt über dieses ganze faszinierende Thema eigentlich gesprochen hat, sondern man nimmt dann immer so Sachen hin wie Ableitung. Und ich hoffe, es ist halbwegs übersichtlich rübergekommen. Im nächsten Video, wo das hier als Aufbau dient, geht es dann um das totale Differential. Und da kommt dann auch zum Beispiel die Tangentialebene vor.